So, hallo liebe Sabine, und ich freue mich, dass du jetzt da bist. Du hast ja den letzten Tau-Kalligrafie-Kurs bei uns mitgemacht und ich wollte einfach mal dich bitten, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Ja, danke, liebe Brigitte. Als erstes, dass ihr überhaupt diesen Kurs angeboten habt und dass ich da mit teilnehmen durfte. Für mich war das was ganz Besonderes. Und zwar, ich schreibe schon ganz lange, also seit dem ersten Kurs von Master Shah, schreibe ich Tao-Kalligraphie. Und bei mir ging das immer in so Wellen. Da ging es mal, habe ich ein bisschen mehr geübt, ein bisschen weniger geübt und bin immer wieder, ja, dann hat mir einfach die Lust gefehlt dazu, weiterzumachen. Und dieser Kurs, der hat mich inspiriert, wieder mein Papier hinzulegen, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist wirklich was ganz Grandioses, wieder den Anschluss zu finden, um damit weiter zu üben. Denn Tao-Kalligraphie ist einfach so kraftvoll und so schön und es kultiviert ganz viele Aspekte im Leben und mich macht das immer ruhiger. Okay. Und was toll war an eurem Kurs, das war ja jetzt der für Fortgeschrittene, war, dass ihr den Kurs auch in Breakup-Sessions unterteilt habt, so dass wir als Teilnehmer einen Lehrer oder Lehrerin hatten, die ganz spezifisch auf eine kleine Gruppe eingegangen ist. Und wir haben das geschrieben und konnten es hochhalten, was wir geschrieben haben, und haben sofort Unterstützung gekriegt. Und wenn es nur ein Aspekt war, der in einem Zeichen verändert werden konnte, größer, kleiner, dicker, dünner, in der Proportion stimmig, hat das ganz viel ausgemacht in dieser Gesamtkomposition von dem Schriftzeichen, aber auch in mir selber. Sagen wir mal, du hast ein Schriftzeichen, das ist unterteilt in drei Teile, der obere Teil vom Körper, der mittlere und der untere. Und bei mir war was im Herzraum. Dann habe ich das gemerkt, dass hier eine Veränderung stattgefunden hat. Und das habt ihr echt toll gemacht. Also diese in der kleinen Gruppe, in diesen Breakout-Sessions, aber dann trotzdem am Anfang und am Ende wieder in dieser komplett großen Gruppe zu sehen, wer ist denn alles dabei? Und das hat mich nochmal motiviert. Boah, so viele Menschen, die Tao-Kalligraphie schreiben und diesen Weg gehen. Und ich bin nicht alleine auf weiter Flur, sondern das ist wirklich etwas, was als Bewegung in die, als, ja, in die Bewegung gekommen ist. Genau. Ja, und es ist ja auch einfach schön, wenn man am Anfang, weil wir dann alle miteinander dieses Feld ja aufbauen und stärken und dann in einem anderen Feld gemeinsam auch sind, selbst wenn wir dann in die Kleingruppen uns unterteilen. Und das, was du so schön geschildert hast, was wir in der Tau-Kalligraphie schaffen zu verändern, verändert sich in unserem Leben oder im Körper, je nachdem, was diese Veränderung dann auch für uns ausgesagt hat, ne? Und Ja. weißt du, was noch ganz toll ist, Brigitte? Und zwar, dass der Kurs in deutscher Sprache stattfindet, weil es gibt ja viele Tao-Kalligraphie-Lehrer, die von Dr. und Master Jigang Sha ausgebildet wurden, die aber weltweit verteilt sind und oft in der englischen Sprache unterrichten. Und für mich macht es, ich kann sehr gut Englisch, aber für mich macht es einen Unterschied, wenn ich in meiner Muttersprache angesprochen werde, Unterstützung kriege und das nochmal höre. Das geht für mich tiefer rein, um ja auch Veränderungen anzunehmen. Und das macht ihr ganz toll, weil ihr wirklich nah an den Menschen dran seid, mit denen ihr zusammenarbeitet und die unterrichtet. Ja, ganz, ganz vielen Dank, Sabine. Das war ein wunderbares Interview. Ich danke dir und ja, wir sehen uns dann im nächsten Kurs wieder. Ich freue mich auf jeden Fall. Dankeschön, dass ihr das macht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.